gab es eine Episode während Ihrer Geländearbeit mit den Dorfbewohnern, an die Sie sich besonders gerne erinnern? Bei den Interviews von mehr als 350 ländlichen Familien kam es natürlich immer wieder zu interessanten und auch lustigen Situationen. Ich denke immer noch an ein recht ärmliches Haus mit nur einem Zimmer und einer Küche und einem tief herunterhängenden Strohdach. Der Ehemann war nicht zu Hause, aber seine Frau war bereit, meine Fragen zu beantworten. Das ging so. Frage: Was ist der Beruf Ihres Mannes? Antwort: Präsident. Das kam mir bei den ärmlichen Wohnverhältnissen komisch vor. Deshalb die Frage: Wovon ist er Präsident? Antwort: Von einem Lebensmittelkonzern. Frage: Wie viele Beschäftigte hat dieser Konzern? Antwort: Einen. Es stellte sich heraus, dass Ihr Mann auf ländlichen Wochenmärkten Popcorn produzierte und verkaufte. Mir hat diese Frau imponiert, wie sie zu ihrem Mann stand. Und gleichzeitig musste ich schmunzeln. Von größeren Schwierigkeiten in Korea kann ich eigentlich nicht berichten. Traten doch einmal Probleme auf, haben uns unsere koreanischen Freunde immer geholfen. Einige Schwierigkeiten hatte ich allerdings anfangs mit dem Straßenverkehr. Zu Beginn der 1970er Jahre wurden fast alle Autos in Korea von Berufsfahrern gefahren und die fuhren sehr wild. Sie schienen nur eine einzige Verkehrsregel zu kennen und die hieß: Ich zuerst. Nun, auch an diese Fahrweise habe ich mich gewöhnt. Schwieriger war es dann nur für mich, mich hinterher in Deutschland wieder umzustellen. Gibt es etwas, auf das Sie sich besonders fokussiert haben, wenn Sie Fotos aufgenommen haben? Ich habe mich eigentlich auf all die Dinge fokussiert, die ich in Korea oder für Korea für typisch hielt und habe mir immer überlegt, wie kann ich sie im Bild festhalten, um sie später in Deutschland in meinen Vorlesungen und Vorträgen den Hörern erklären zu können. Gemäß meiner Forschungsausrichtung galt das natürlich besonders für Motive im ländlichen Raum. Bauernhäuser und ihre Architektur, landwirtschaftliche Geräte, landwirtschaftliche Arbeiten, aber auch die verschiedenen in Deutschland nicht bekannten Nutzpflanzen und ihr Anbau. Wie haben Sie die Ordnung Ihrer Fotoaufnahmen oder Beobachtungen in Ihren Forschungen festgelegt? Da ich all die Dinge fotografieren wollte, die für Korea typisch waren, ist meine Motivauswahl natürlich sehr breit gestreut. Hierbei habe ich sowohl Übersichtsaufnahmen gemacht, Überblicke über ganze Dörfer oder typische Agrarlandschaften, Panoramen in Städten und so weiter, als auch Nahaufnahmen einzelner typischer Dinge oder Tätigkeiten. Wie haben Sie Ihre Fotostandorte in der Stadt ausgewählt? In den Städten habe ich versucht, möglichst einen Fotostandort auf dem Dach eines Hochhauses zu finden, wie zum Beispiel auf dem Dach des Sam-Il-Gebäudes. In Seoul war auch die Bergstation der Seilbahn auf den Namsan ein guter Aussichtspunkt, um das Zentrum der Stadt zu fotografieren. Darüber hinaus habe ich typische Einkaufsstraßen, Märkte, Bahnhöfe, Busstationen, Schulen und Universitäten sowie verschiedene Formen des städtischen Wohnens aufgenommen. Selbstverständlich durften auch historische Gebäude und Denkmale nicht fehlen. Was denken Sie über Pungsu auf Koreanisch, Pungsu auf Chinesisch Feng Shui in Korea? Das Konzept des Feng Shui oder Pungsu habe ich erst in Korea kennengelernt. Es hat mich sehr fasziniert, stellt es doch Regeln auf, wie das menschliche Wohnen unter den geografischen Bedingungen Nordostasiens optimal in die Natur eingepasst werden kann. In Deutschland habe ich dieses Konzept einmal auf einem Nationalen Geographenkongress vorgestellt. Dieser Vortrag unter dem Titel Geomantische Raumwahrnehmung und Stadtplanung in Ostasien wurde später auch mehrfach auf Englisch publiziert, darunter auch in der koreanischen Zeitschrift Shiryak Yonggu. Die Reaktion auf diesen Vortrag zeigte mir, dass dieses Konzept in der Wissenschaft in Deutschland eigentlich unbekannt ist. Feng Shui wird in Deutschland eher als modische Marotte von Esoterikern angesehen, also nicht richtig verstanden.